Ja. So, noch 8 Gold, die fehlen. Und das Gold kommt ja langsam rein, hier oben. Muss noch abgeholt werden. So, du bringst noch einmal Holz. Du machst mir gleich den Tischler. Du arbeitest wieder hier und holst Gold. Du machst mir die Tische, was recht schnell gehen dürfte, da drin. Ja. Du hast deine Warenmenge hergestellt. Du hast deine Warenmenge hergestellt. Gut. Ach so, du bist der Töpfer. Lebenssammler. Hier liegt ja noch genug Leben rum. Ah, wie sieht's mit Eisenwerkzeugen aus? Nicht so gut. Machen wir mal Eisenwerkzeuge, ganz viele. So, noch 6 Gold fehlen. Bis jetzt hat noch keiner Bier getrunken. Und ja, ich werde sie erstmal hier hin bewegen und dort schlafen lassen, damit alle ausgeruht sind. Weil Nahrung haben sie ja in Form von Bier. Beziehungsweise ich werde sie wahrscheinlich hier an die Flussmündung schicken. Flussmündung, an die Engstelle, an den Übergang schicken. Na also, da kommt Gold. Dich halte ich mal von der Arbeit ab, dass du Gold holen kannst, wenn er es eingeliefert hat. So. Das ist das Gold, was wir noch brauchen. Sehr gut. Kaserne verlassen. Wir könnten sie auch theoretisch hier essen lassen. Brauchen wir aber nicht unbedingt. Ja, sie sind schon ein bisschen hungrig, langsam die ersten.
Trinken aber auch schon Bier, um wieder satt zu werden. Das Gute ist, sie brauchen nicht viel Bier, wie man sehen kann. Nur gerade bei 9% oder 9,5 vielleicht, um einmal wieder voll zu werden. Und weißt du was? Wir verlassen die Kaserne. Und schicken mal alle los. Du bist zwar jetzt nur Bogenschützestufe. Ne, du bist 3. Wo der 2er auch übersteckt, keine Ahnung. Aber wir sollten jetzt eine Armee haben, die groß genug ist. Die Indianer sind eben alle nur Level 1. Und solange wir sie nicht in der Nähe ihrer Donnertürme bekämpfen, dürfte alles gut sein. Okay, die Truppe legt sich pennen, ein Teil davon. Okay, sieht alles in Ordnung aus soweit. Die sehen alle ausgeschlafen aus. Dann machen wir hier ein Sicherheitssafe. Und dann würde ich sagen, fordern wir den Feind heraus. Okay, sie kommen. Da kommt der nächste Angriff. Dich ziehen wir mal zurück. Du bist angeschlagen. Euch ziehen wir auch mal zurück, dass die Bogenschützen die Chance kriegen für den Erstschlag. Okay, da kommt der... Da kommen jetzt auch Zivilisten zum Angriff. Nein, da gehen Zivilisten in den Donnerturm. Na, das war doch kein schlechter Plan. Okay, da kommt der letzte Angriff. Bis auf einen. Ja, gegen so viel Feuerkraft haben sie dann doch keine Chance. Okay, der Donnerturm muss da glauben. Jetzt muss der Donnerturm dann glauben. Ja.
Da schießt doch was auf mich. Oh, da ist noch ein Donnertor. So wie es aussieht, gibt es noch einen Donnerturm, wenn die ganzen Zivilisten dahin rennen. Schwertkämpfer fallen. Okay, machen wir mal da oben mit den Häusern kurz einen Prozess. Oder auch nicht. Weil da gibt es immer noch einen Donnerturm. Auch wenn Kindermord nicht gerade nett ist. Wobei, ich glaube, man kann Kinder nicht mal angreifen. Ach, das Wigwam da oben doch kaputt. Du kannst trainiert werden, das ist schön. Ich gebe zu, es ist nicht wirklich nett, was wir hier gerade machen, aber sind ja die, die uns feindlich gesonnen sind. Und da ist doch ein Kriegszelt. Gucken wir mal unsere Bilanz an. 5 Soldaten haben wir bis jetzt verloren, während sie ihre ganze Armee und fast alle Leute verloren haben, inklusive all ihrer Verteidigungstürme. So, du kannst trainiert werden. Unsere Bogenschützen machen hier und da kurz einen Prozess. Mit den Soldaten, mit den Zivilisten. Nee, nett ist das wirklich nicht, was wir hier gerade machen. Sollten sie aber dann langsam tot sein? Außer die beiden da, vielleicht halten das Ganze noch am Leben irgendwie. Ja,
Schnurri.